Hi Leute, so, hier starten wir mit einem ganz komplett neuen Konzept. Ich weiß nicht, Projektreihe, Herzensangelegenheit. Wir werden Final Fantasy XIV von ganz Anfang an komplett neu beginnen, mit einem komplett neuen Charakter. Ich werde euch von jeder Rasse die Frisuren zeigen. Damit werden wir jetzt gleich auch anfangen. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Spiel starten. Und es wird sowas wie ein Tutorial für Neueinsteiger. Wie man sieht, ich habe schon einen Charakter auf Level 90. Und genau sie werden wir jetzt gleich auch erstellen. Wir gehen dafür hier oben auf neuer Charakter. Und machen erstmal OK. So. Das heißt, wir haben jetzt ganz am Anfang, falls ihr übrigens Katzen hier irgendwie hört, ich habe Katzen, ihr kennt das ja, 5 Katzen, die sind nicht leise. Es ist nun mal so, ich habe auch einen Lebensgefährten, den wird man auch vielleicht zwischendurch mal hören. Vergebt es mir. So, wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rassen zur Auswahl am Anfang. So, Hyoran, das sind Menschen. Ne, wir haben auch hier die Wahl zwischen männlich und weiblich, außer bei den Rotgarn. Da haben wir aktuell nur männliche. So, die Hyoran sind in der Vergangenheit in 3 große Völkerwanderungen von den umliegenden Kontinenten und Inseln nach Eosea geströmt und bilden nun den größten Teil der Bevölkerung. Sie waren die treibende Kraft hinter der rapiden kulturellen Entfaltung Eoseas. Eosea ist unser Land, unsere Welt. Begründet in der Unterschiedlichkeit ihrer Herkunftsgebiete liegt sowohl ihre facettenreiche Persönlichkeit als auch ihr schwach ausgeprägtes Volksbewusstsein. Ihr freiheitsliebendes Naturell ist ihnen allen jedoch gemein. So. Wir können jetzt rein theoretisch natürlich den Hyoran auswählen. Wir haben männlich, weiblich, ne? Könnt ihr euch aussuchen, zu was ihr präferiert, was ihr möchtet. So, dann gehen wir rüber zu den Elessen. Es sind quasi Elfen. Sozusagen. Könnte man so sagen. Sie, ja. Elessen. Die Elessen sind stolze Nomaden, die sich selbst als Auserkorene der Götter betrachten. Mit ihren großen, schlanken Körpern und langen Gliedmaßen hatten sie als ursprüngliche Einwohner Eoseas eine Vormachtstellung inne. Nebenbei leben sie auch etwas länger als beispielsweise die Hyoran. Doch vorbei sind die Zeiten, in denen sie verbittert mit den Hyoran kämpften, als diese ihr Territorium eindrangen. Heute akzeptiert man sich unter dem Motto Leben und Leben lassen. Na? Sehen auf jeden Fall sehr hübsch aus. Dann haben wir die Lalafels. Gemeinhin in Final Fantasy XIV auch als Kartoffel bekannt. Lalafel. Ihr kindliches Aussehen macht es nicht gerade einfach, ihr Alter zu schätzen. Aber ungeachtet ihrer kleinen Statur sind die Lalafell unglaublich flink zu Fuß. Früher lebten sie als Ackerbau betreibende Stämme auf den südlichen Inseln, doch der Handel ließ sie immer weiter ins Innere Eoseas vorstoßen. Sie sind freundlich und mitteilsam und unterhalten zu allen Völkern eine gute Beziehung. Ja, hier haben wir auch wieder so leicht spitze Ohren. Könnte man auch gleichsetzen mit Zwergen, sozusagen, Leute. Na? Dann haben wir die Mikote. Wie man sieht, das sind Katzen. Ne? Mikote. Sie sind die Nachfahren eines Volkes von Jägern und Sammlern, die im Zeitalter des langen Eises die zugefrorenen Meere überquerten. Dank ihres scharfen Geruchssinns und ihrer starken Beine sind sie zum Jagen prädestiniert. Sie bilden in Eosea nicht nur eine Minderheit, sondern leben auch häufig als Einzelgänger, da sie wie Raubkatzen eigene Reviere beanspruchen. Bei männlichen Mikote ist dieses Verhalten besonders ausgeprägt. Das heißt, die Männchen sind, ne, wie immer, so ein bisschen... Dann gibt es die Rögadin. Groß, bisschen bläulich, grün. Wobei, das ist jetzt eher grün, oder? Egal. Rögadin. Die Rögadin sind kaum zu übersehen. Ihre stämmigen Körper strotzen nur so vor Muskeln und sich gegenseitig in Tollkühnheit zu übertreffen, gehört zu ihren Bräuchen. Die Vorfahren der Rögadin nannten das Nordmeer ihr Zuhause, bis eine große Zahl ihre Schiffe nach Süden, nach Eosea lenkte. Manche sehen sie als barbarisches Volk, doch vielleicht sollte man vielmehr ihre Zuverlässigkeit und unterschiedliche Loyalität würdigen. Eigenschaften, dank derer viele der größten Krieger der Geschichte aus ihren Reihen hervorgingen.
Seemannsvolk wohl eher. So, ne? Dann haben wir die Aura. Die Wurzeln der Aura liegen auf dem weit im Osten gelegenen Kontinent Otard. Typisch sind die panzerartigen Schuppen im Gesicht, die zu viergestaltigen, ornamentartigen Dornen ausformen. Kühn geschwungene Hörner gelten nicht nur als Zeichen von Attraktivität, sie beherbergen auch den Gehörsinn und die räumliche Wahrnehmung. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass die Aura keineswegs mit den Drachen verwandt sind, wie oft fälschlich angenommen wurde. Den Drachenhörnern fehlt diese Fähigkeit. Außerdem unterscheiden sich die Männer mit ihrem kräftigen Körperbau stark von den typischerweise zierlichen und flexiblen Frauen. Ein Charakteristikum, die bei den Drachen nicht zu beobachten ist. Das sind die Aura. Wie man sieht, wir haben hier sehr viele Schuppen. Was ich persönlich sehr, 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 sehr hübsch finde. So. So. Dann haben wir noch die Rotgar. Das sind so Löwenmenschen. Finde ich auch eigentlich an sich ganz cool. Rotgar. Dank charakteristischer Merkmale wie scharfe Klauen und prominenter Fangzähne wurden die aus Ilsabad stammenden Rotgar seit jeher für ein barbarisches Volk gehalten. Ihr imposantes, raubkatzenähnliches Äußeres war daher nicht selten Triebfeder für konstante Konflikte mit anderen Völkern. Letztendlich war es die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, die gegenseitiges Verständnis und Annäherung brachte. Die Geburt eines Mädchens ist bei ihnen ein so außergewöhnliches Ereignis, dass weibliche Rotgar kaum bis gar nicht anzutreffen sind. Deswegen gibt es aktuell nur die männliche Variante von denen. Es gibt Gerüchte, es sollen auch die weiblichen noch kommen als Rasse, aber wir wissen es nicht. Viera. So, hier haben wir einmal mit Endwalker wurden die männlichen Viera eingeführt. Und mit Shadowbringers hat man die weiblichen bekommen. Die Viera sind verhältnismäßig kleines Volk aus Otard, das die grünen Tiefen des Waldes seit Jahrhunderten ihr Zuhause nennt. Diese zurückgezogene Lebensweise spiegelt sich bereits in ihrem Namen wider, der so viel wie Waldbewohner bedeutet. Bis vor kurzem scheuten die Viera jeglichen Kontakt zur Außenwelt und auch heute trifft man nur auf sehr wenige Vertreterinnen dieses stolzen Volkes. Insbesondere männliche Viera offenbaren sich so gut wie nie, da die Tradition ihnen stete, einsame Wanderschaft gebietet. Der Körperbau der Viera sähe dem Hioran und Elesen zum Verwechseln ähnlich, wären da nicht die langen Löffel auf ihrem Haupt. So. Wir werden jetzt mal in alle mal ganz kurz reinschnuppern. So, wir wählen erstmal Hioran aus. Dann haben wir den Unterschied zwischen Wiesländer und Hochländer. So, die Wiesländer. Der Volksstamm der Wiesländer macht die große Mehrheit im Volk der Hioran aus. Man kann sie in ganz Eosera antreffen, besonders in den großen Städten, wo sie für die verschiedensten Gilden aktiv sind. Attribute zu Beginn des Spiels haben wir hier. Die Hochländer. Den Namen erhielt der Volksstamm, weil er sich im Hochland von Gir-Abania niederließ und dort in Bergfestungen für geraume Zeit sein Dasein fristete. Im Allgemeinen sind die Hochländer, gestellt durch das harte Bergleben, größer und muskulöser als die ihnen verwandten Wiesländer. Nach dem Fall Alamigos flohen viele von ihnen ins Exil nach Ulda, wo sie sich meist als Söldner verdingen. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Wiesländer an, etwas genauer. So, Körpergröße könnt ihr sehr klein, das sind dann 1,57 und das größte ist 1,70,5 cm. Beim Körperbau können wir jetzt machen, dass wir entweder sehr kräftig sind oder sehr schlank. Wobei ich da jetzt keine große Veränderung wahrnehme. Weiß nicht, wenn ich jetzt mal ganz... Ja doch, man sieht es hier. Hier sieht man das, sehr kräftig, ne? Und dann sehr schlank. Dann sieht man so richtig, wie das hier verschwindet. Brustumfang kann man einen sehr kleinen haben. Oder einen sehr großen. So, wir haben hier verschiedene Gesichter zur Auswahl. Das ist das Standardgesicht. Dann haben wir hier das.
Das haben wir auch noch. Wäre so jetzt so mein Präferent, denke ich mal. Dann haben wir das. Obwohl das, ja, das finde ich ganz cool. Hautfarbe, ja, da habt ihr eine Menge Auswahl, Leute. Von komplett blass bis komplett dunkel. Könnt ihr euch alles aussuchen, was ihr wollt. So, Frisuren, gehen wir durch. Das ist die erste. Weil jede Rasse hat dann auch noch so ihre eigenen Frisuren. Teilweise. So, das wäre die erste bei Hioran. Dann haben wir die hier. Dann haben wir hier die hier. So. Und dann gehen wir hier hin. Das ist so eine schnittige Kurzhaarfrisur. Dann haben wir noch so eine hübsche. Oh, die haben eigentlich echt hübsche Frisuren bis jetzt. So. So, das ist die Anfangsfrisur, die wir eben schon begutachten konnten. Dann haben wir diese Frisur. Dann haben wir hier noch so eine Kurzhaarfrisur. Jetzt kann ich das nicht irgendwie mit der Maus, dass die sich dreht? Nee, mit der Tastatur? Nee, leider nicht. Tut mir leid, Leute. Dann haben wir die hier. Ne? Finde ich auch sehr hübsch. Man kann auch viele Charaktere aus dem Spiel nachbauen, tatsächlich. Da gibt es eine ganz eigene Seite für. Dann haben wir so eine hübsche Frisur. Die ist auch ganz hübsch. Dann haben wir die hier. Und so zwei Zöpfchen. Ja. Okay. Why not? Dann haben wir hier so eine. Die finde ich auch ganz nice. Die ist auch ganz hübsch, finde ich. Das gleiche nochmal mit einem weißen Band. Und dann noch mit einem lilanen Band. Wir wollen ja Vielfältigkeit. Dann nochmal mit einem rosa Band. Sehr schön. So, dann haben wir hier. Die finde ich auch sehr schön. Hier mit dem geflochtenen. Kann sich sehen lassen. Dann haben wir hier noch mit dem Pferdeschwanz. Ach nee, warte. Okay. So, dann haben wir die noch. Mit so einem Sidecut, auch sehr cool. Dann haben wir die hier. Dann haben wir die hier. Die ist etwas länger. Dann hätten wir die hier. Ich bin ein Fan von Langhaarfrisuren. Ja, man könnte Wednesday aus der Addams Family könnte man rein theoretisch nachbauen, ne? Ja. So, nochmal so eine Zopffrisur, die andeutet, dass man sehr lange Haare hat. Dann haben wir noch mal eine Langhaarfrisur. Mit Pony. Na? Noch mal eine Kurzhaarfrisur. Also an Kurzhaarfrisuren mangelt es in diesem Spiel tatsächlich nicht. Weil die wahrscheinlich einfach viel freundlicher sind, was das ganze Glitschen und so angeht. So. Auch wieder eine sehr schicke Kurzhaarfrisur. Man sieht, man hat sehr viel Auswahl, Leute. Na? Hier könnte man Arif nachbauen, rein theoretisch. So.
guck mal, schick, oder? Ja, hier. Hör mal. So braucht man, ne? So. Hier ist dann so etwas kürzer, aber trotzdem noch lang. Hier haben wir einen Dutt. Nochmal eine Kurzhaarfrisur. Weil wir noch nicht so viele haben. Hier auch wieder so ein bisschen länger mit Sidecuts. Auch sehr schön. Gott, Leute. Die haben ganz schön viele Frisuren. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Ja, die ist auch super schön. Die finde ich auch ganz cute. An einem Menschen sieht die sogar richtig gut aus. Nochmal eine Kurzhaarfrisur. Dann so eine, ja. Na. Und dann hier. So, dann Haarfarbe könnt ihr euch natürlich wieder aussuchen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch halt die Spitzen, ne? Sehr hübsch machen, so. Und dann quasi hier so ein bisschen blond. Also ihr könnt euch, ihr habt da sehr viel Auswahl. Und ihr könnt auch die Strähnen wegmachen, ne? Immer wie man möchte. So, dann gibt es verschiedene Gesichtskonturen. Das ist dann Typ 2. Typ 3. Typ 4. Ne? Augenform, da habt ihr auch... Hier, das hier ist jetzt Typ 1. Dann habt ihr Typ 2. Typ 3. Typ 4. Typ 5. Die Größe, die Iris, könnt ihr auch bestimmen. Groß, klein, ganz wie ihr wollt. Augenfarbe könnt ihr auch. Ihr könnt auch verschiedenfarbige Augen machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ganz wie man mag. Die Augenbrauen könnt ihr auch ganz einfach bestimmen. Na, Moment, das sieht wahrscheinlich besser aus, wenn ich mal ganz kurz... ich mach mal eine, wo kein... Da, so. Das ist jetzt Typ 1, Typ 2, 3, 4, 5. Nasen könnt ihr auch verschiedene haben. Mund ebenfalls. Hier so ein bisschen dicker, schmal. Die finde ich ganz süß. Lippenfarbe könnt ihr auch bestimmen. Hier könnt ihr jetzt so richtig grell machen oder so. So richtig dunkel. Überhaupt gar keine Lippenfarbe oder so ganz hell. Gesichtsmerkmale gibt es so einiges. Hier, wir haben dann eine wunderschöne Narbe. Hier können wir noch was machen. Da können wir noch was machen. Oder wir machen einfach alles, ganz wie man möchte. Tattoos könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ne? So, Tattoo-Farbe machen wir dann mal so. So, Boom Baby. Merkmale könnt ihr auch ganz viel haben. Also, da ist euch keinerlei Grenzen gesetzt, Leute. Keinerlei. Es gibt ganz viele, wie man sieht. Gott, ich muss mal ganz kurz die Farbe des Merkmals schwarz machen. Dann sieht man das auch besser. So, hier. Hier so ein Drachen an der Seite. Oder so ein Tribe. Sternchen. Also, wie gesagt, es ist euch da wirklich... ihr habt da sehr viel Handlungsspielraum, was ihr so alles machen könnt. Jeder so, wie er mag. Tada! Und dann gibt es noch verschiedene Stimmen.
So, das war's dann auch schon mit dem Aussehen. Ja. Ups, okay, neuer Charakter. Ja, wie gesagt, also, ich werde wahrscheinlich nochmal ein Special-Video machen, wo wir dann alles komplett durchgehen. So, wir machen uns jetzt unseren neuen Charakter. Wir laden unser Aussehen. Das muss ich erstmal gucken. So, das ist mein vorgefertigter Charakter, den wir jetzt gleich auch nehmen werden. Wir ändern nur kurz die Frisur. Da können wir dann auch gleichzeitig erstmal alle Frisuren für die Zaela durchgehen. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben leider nicht so viel Auswahl. Tut mir leid, wir nehmen meine Anfangsfrisur, die ich ganz am Anfang genommen hatte, als ich ganz frisch damit mit dem Spiel angefangen hatte. So. Genau, wie man, jetzt kann man jetzt quasi sehen, was für Sachen ich alle ausgewählt hatte. Ne? Genau, hier hat man auch ganz viele Auswahlsachen sozusagen und ich nehme immer alles mit, so was geht. Genau, da habe ich jetzt zum Beispiel nichts mitgenommen. Und hier habe ich Typ 2. So, Einstellungen speichern, ja. Achso, nee. Ah, lass mich weiter. Nein. So, und jetzt können wir hier im Eoseischen Kalender. Du kannst quasi jetzt raussuchen, wann du Geburtstag hast. Ne? Nach eoseischer Zeitrechnung steht eine Ära des Lichts immer mit einer Ära des Schattens im Wechsel. In der Ära des Lichts entwickeln sich die Sterblichen zur Blüte, um in der Ära des Schattens von einer Katastrophe heimgesucht unterzugehen. Wie viele Jahre eine Ära zählen wird, ist nicht vorherzusehen, doch jedes Jahr besteht aus 12 Monden, 6 Lichtmonden und 6 Schattenmonden, die sich jeweils in den 6 Elementen zuordnen lassen. Das entsprechende Datum im gregoranischen Kalender wird unten angezeigt. So, quasi, das wäre, also, erster Lichtmond am 1., das wäre jetzt der 1.1. Ich persönlich habe am 21., also in der 21. Sonne im 6. Schattenmond Geburtstag, am 21.12., der schon bald ist. So, und jetzt könnt ihr euch noch eure, die Schutzgottheit des Charakters aussuchen. Da haben wir einmal Halone. Sie ist die Göttin der Gletscher und des Krieges und die Schutzgöttin Ishgards. Ihr Element ist das Eis und der erste Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die Tochter Ralks und Nofikas Erzfeindin. In der Kunst wird sie als unbeugsame Kriegerin mit bronzenem Schild dargestellt. Rüstungen und Waffen sind ihre Symbole. Dann haben wir Menfina. Sie ist die Göttin des Mondes und der Liebe. Ihr Element ist das Eis und der zweite Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Azemas Stiefschwester und Oshons Geliebte. Sie wird in der Kunst oft als tüchtiges Hausmädchen mit einer runden Pfanne dargestellt. Ihr Symbol ist der Vollmond. Taliyak. Er ist der Gott der Flüsse und der Weisheit und der Schutzgott Shalayans. Sein Element ist das Wasser. Der dritte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er der Vater Lymaliens und Bregots Lehrmeister. In der Kunst wird er als schüchterner Gelehrter mit Eschenstab dargestellt. Sein Symbol ist die Schriftrolle. Nymeia. Sie ist die Göttin der Planeten und des Schicksals. Ihr Element ist das Wasser und der vierte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Altyks jüngere Schwester und Ralges Herrin. In der Kunst wird sie oft von einem Schleier aus weißer Seide verborgen und mit einem Spinnrad dargestellt, welches auch ihr Symbol ist. Lymalien.
Sie ist die Göttin der Weltmeere und der Seefahrer und die Schutzgöttin Limsa Luminsas. Ihr Element ist der Wind und der fünfte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Taliaks Tochter und Nofikas ältere Schwester. Sie wird von Künstlern als kräftige Fischerin mit langer Harpune dargestellt. Ihre Symbole sind Wellen und Schiffe. Oshon. Er ist der Gott der Berge und der Vagabunden. Sein Element ist der Wind und der sechste Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Naltals Blutsbruder und eng mit Halone befreundet. Er wird von Künstlern gerne als sorgloser Jäger mit seinem Eichenboden dargestellt. Seine Symbole sind der Wander- und Hirtenstab. Brilgott. Er ist der Gott der Bauwerke und der Handwerker. Sein Element ist der Blitz. Der siebte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Taliaks Schüler und Halones älterer Bruder. Künstler stellen ihn als aufrichtigen Schmied mit großem, doppelköpfigen Eisenhammer dar. Sein Symbol ist die Hand. Ralk. Er ist der Gott der Kometen und der Zerstörung und der Schutzgott Alamigos. Sein Element ist der Blitz. Der achte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Nemeias Diener und gleichzeitig Brilgotts und Halones Vater. Künstler stellen ihn als Magier mit einem Messingstab dar. Seine Symbole sind der Blitz und der Komet. Azeima. Sie ist die Göttin der Sonne und des Rechts und ihr Element ist das Feuer. Der neunte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die große Schwester Menfinas und ebenfalls eine Tochter Altyks. Die Künstler Eoseas zeichnen sie oft als erhabene Dame mit einem gelben Fächer. Ihr Symbol ist die Sonne. Naltal. Sie sind der zweigesichtige Gott des Handels und der Unterwelt und der Schutzgott Oldas. Ihr Element ist das Feuer und der zehnte Mond im Jahr steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung sind Nalt und Tal Zwillinge. Künstler stellen sie oft in Gestalt eines scharfsinnigen Kaufmanns mit einer Waage dar. Ihr Symbol ist ein uraltes Muschelgeld. Nofika. Sie ist die Göttin des Bodens und der Fruchtbarkeit und die Schutzgöttin Gridanias. Ihr Element ist die Erde. Der elfte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die Tochter Azeimas und die jüngere Schwester Limmerlins. In der Kunst wird sie oft als muntere Bäuerin mit stählerner Sense dargestellt. Ihr Symbol ist der Ehrenbund. Altyk. Er ist der Gott der Gravitation und der Zeit. Sein Element ist die Erde und der zwölfte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Nemeas älterer Bruder und der Vater Azeimas und Menfinas. Künstler stellen ihn ehrfürchtig als strengen Kaiser mit einer Kriegsaxt aus Mithril dar. Seine Symbole sind die Sand- und die Sonnenuhr. Mein persönlicher Schutzgott, wenn wir jetzt vom Geburtsdatum ausgehen würden, wäre das tatsächlich hier Altyk, aber ich sehe mich tatsächlich eher bei Ralk. Weswegen wir den auch nehmen. Das ist natürlich jetzt etwas schwer zu lesen. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir sein möchten. Disziplin der Krieger. Also Tank und DDs. Und dann noch die Disziplin der Magier. So. Dann haben wir zur Auswahl, es gibt natürlich noch viel mehr Klassen im Spiel, aber, muss ich dazu sagen, ganz am Anfang, im allerersten Add-on, habt ihr nur die hier zur Auswahl, die alle. Möchte ich nur kurz sagen. So, wir fangen tatsächlich als Magierin an, weil es meine Klasse ist, tut mir leid. Und deswegen gehen wir als Hermetika und wir fangen dementsprechend in Limsa Luminsa an. Du hast Phantom als deine Welt ausgewählt. Fortfahren? Yes. Ihr habt dann auch noch verschiedene Welten, auf denen ihr anfangen könnt. Hallo? Genau, wenn ich jetzt auf Welt ändern gehe, dann kann ich halt auch wirklich hier komplett, Ihr seht dann halt hier auch, wo ihr schon Charaktere habt. Ich habe zwei Stück, habe ich auf Louisoir schon.
Aber wir fangen tatsächlich in Phantom an. So, okay. Und dann dürft ihr euch natürlich noch einen Namen für euren Charakter aussuchen. Und wir nehmen Saika. Greystone. Bestätigen. Wow, geht sogar. Cool. Nice. Auf geht's, Leute. Das dauert jetzt kurz. Ich habe schon mal die Kamera weggemacht, damit, weil jetzt kommt gleich wahrscheinlich sehr eine Sequenz.